Und das Ziel der Kabbalah, wie Baal Sulam schreibt, das ist die Offenbarung des Schöpfers in unserer Welt. Können Sie das deuten? Was ist das Ziel hier der Kabbalah? Michael Leitmann, also wir befinden uns im Prinzip in seinem interessanten Raum. Einfluss auf uns, der einen Kraft der Natur, höheren Kraft der Natur, wir können sie Schöpfer nennen oder einfach Natur in der allgemeinen Art. Wenn wir uns nicht verbessern in der Art des Gebens, der Liebe zur umgebenden Welt, und unterdrücken unsere egoistische Eigenschaft nicht und entwickeln in uns nicht die altruistische Eigenschaft, dann befinden wir uns im Rahmen der Psychologie. Man kann sagen, dass auch betreffend eines Menschen, man kann auch das sagen, betreffend eines Tieres im gewissen Ausmaß. Wenn wir die tierische Welt studieren, sogar die pflanzliche, sogar die leblose Welt studieren, sie befinden sich unter der Stufe Mensch. Und wenn wir sie studieren, dann studieren wir praktisch auch die Psychologie unserer Welt. Das heißt, die Reaktion gegen das Zusammenwirken verschiedener Organismen und die lenkende Kraft der Natur. Aber wenn wir uns wünschen zu ändern gemäß dieser höheren Kraft der Natur, dann begeben wir uns in das Fach Kabbalah.